Aloha, Gamerinos und Gamerinas! Willkommen bei Unicorn Storm und willkommen zu einem weiteren Ausflug in unseren Escape Room Adventskalender. Und heute haben wir den 22. Dezember und wir decken immer mehr, wir decken eigentlich gar nichts auf. Wir finden Hinweis um Hinweis, aber irgendwie eine Geschichte um diesen Escape Room tut sich nicht. Wir wissen nicht, wer der Verräter ist, wir wissen nicht, wer der Entführer ist, wir wissen eigentlich nichts. Aber vielleicht erfahren wir heute was. Also schauen wir doch mal rein. Der 22. Dezember. Matt streckte die Zunge zwischen die Lippen. Etwas, das er immer tat, wenn er sich besonders konzentrieren musste. Und drehte die winzigen Rädchen auf den Code 188. Denn das waren die Zahlen, die sich in den Worten einsam, Wacht und Nacht versteckt hatten. Ach, das ist ja so clever. So clever. Er spürte das Klicken mehr, als dass er es hörte, und öffnete dann den silbernen Deckel. Auf dem grünen Samt der Schatulle lagen unzählige kleine Papierfetzen. Einer davon wurde durch den Luftzug des Öffnens in die Luft gehoben und segelte trudelnd zu Boden. Toni bückte sich stöhnend und hob ihn auf. Auch ihm schien es mittlerweile einige Mühe zu kosten, auf den Beinen zu bleiben. Wir müssen sie bestimmt zusammenpuzzeln, stellte er nach einem prüfenden Blick auf die Zettel fest. Und Mats kippte den Inhalt der Schatzkiste auf die Holzdielen. Während sie die Fetzen im blinkenden Licht der Christbaumkette sortierten, konnte Mats die Stille, die sich im Raum ausgebreitet hatte, nicht mehr ertragen. Weißt du, manchmal habe ich Angst, so zu werden wie mein Vater. Du bist schon wie dein Vater. Du bist Kalle. Kalle ist deine vierte Persönlichkeit. Es muss furchtbar für ihn gewesen sein, immer das Gefühl zu haben, dass alle dir schaden wollen. Wusstest du, dass bis zu 2% der Bevölkerung eine paranoide Persönlichkeitsstörung haben? Die Anfälligkeit dafür wird vermutlich vererbt. Meine Theorie wird immer klarer. Glaubst du denn, dass ich dir etwas antun will? Fragte Toni, ohne Mats anzusehen, und schob zwei passende Schnipsel aneinander. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich noch glauben soll. Mats seufzte tief. Ich kann es deinem Vater nicht verübeln, dass er seinen Mitmenschen immer das Schlechteste vermutet hat. Die meisten sind egoistische Idioten. Ja, aber er war krank. Es ist nicht so, dass er begründet paranoid war. Kann man begründet paranoid sein? Dass er begründet den Leuten misstraut hat. Kinder sind die einzigen, die noch ehrliche Freude empfinden und anderen nicht nur helfen, weil sie sich davon etwas versprechen. Bullshit. Sobald die Kleinen aber von dieser Krankheit infiziert werden, die wir Erwachsenwerden nennen, geht es nur noch ums Geld, Geld und nochmal Geld. Oder er ist der Weihnachtsmann. Oder, ja, natürlich, Toni ist die Ausgeburt von Mats paranoider Störung. Wen interessiert an Weihnachten schon so etwas Antiquiertes wie Nächstenliebe, wenn man die Schokolade doppelt so teuer verkaufen kann, nur weil man sie in Weihnachtsmannform gießt? Die Menschen haben vergessen, dass es an Weihnachten darum geht, den Menschen, die man liebt, nahe zu sein, ganz in Jesus' Sinne. In Tonis Gesicht hatte sich ein harter Ausdruck geschlichen. Spuren der Enttäuschung und Verbitterung, die sich über Jahre in seine Seele gegraben haben. Plötzlich wirkte er nicht mehr so jung, sondern wesentlich älter und resignierter. Jetzt übertreibst du ein bisschen, versuchte Mats ihn zu beschwichtigen. Ich meine, natürlich verdienen einige an Weihnachten viel Geld, aber deswegen sind doch nicht alle gleich schlechte Menschen. Weißt du, was mein Vater beruflich gemacht hat? Er war Glasbläser, hat Christbaumkugeln hergestellt, genau wie mein Großvater. Die Walder Christbaumkugeln waren berühmt. Von überall her kamen die Leute, um die kleinen Kunstwerke zu kaufen. Jetzt wird das auch wieder so blöd. Jetzt muss das hier. Ich meine, wir sind halt nicht in irgendeinem scheiß Dorf irgendwo. Wir sind in München. Ja, das ist Bullshit. Aber dann lief das Geschäft immer schlechter. Billigkugeln aus China und Osteuropa fluteten den Markt. Dass die Menschen dort für einen Hungerlohn arbeiten mussten, interessierte die Kunden in den großen Läden nicht. 5 Jahre lang kämpfte mein Vater gegen den Bankrott, aber irgendwann hat er es einfach aufgegeben. Er musste schließen? Fragte Matt mitfühlend. Nein, er hat sich umgebracht. Meine Mutter hat ihn in einer Werkstatt gefunden. Er hing an einem Ledergürtel, den er um einen Dachbalken geschlungen hatte. Also das heißt, als Glasbläser hat er nichts anderes gemacht, als Christbaumkugeln herzustellen. Der wird doch auch unterjährig irgendwas anderes gemacht haben. Aber war das das Hauptgeschäft? Besonders, wie gesagt, Glasbläser ist halt wahrscheinlich auf dem Land noch sinnvoller, wobei ich mich ja jetzt auch nicht auskenne. Aber ich weiß, auf dem Land, da geht das noch. Ich weiß nicht, ob in der Stadt das so viel Sinn macht. Mats hatte plötzlich ein Kloß im Hals. Er wusste nicht, welche Worte er finden sollte, die so einem Satz folgen konnten. Da ihm nichts Besseres einfiel, sagte er nur, tut mir leid, und starrte auf das Rechteck aus Papierschnipseln, das vor ihnen auf dem Holzboden lag. Das nenne ich mal Buchstabensalat, sagte Toni und wischte damit die vorherige Unterhaltung beiseite, als ob sie nie stattgefunden hätte. Verdächtig oder nicht? Kümmern wir uns erstmal um das Rätsel.
Mittlerweile ist aus dem Escape Room halt einfach nur noch eine Schnitzeljagd geworden. Wir sind jetzt in einem einzigen Raum und finden halt eigentlich immer nur Notizen, die einen halt von A nach B führen. Nicht mal mehr große Rätsel. Gut, wir haben hier... Ich hab schon gelöst. Scheiße. Wir haben hier ein paar Papierfetzen und auf einem dieser Fetzen ist ein Pfeil. Das heißt wahrscheinlich, dass er der Start ist. Und wir müssen nun rausfinden, wie wir dieses Buchstabengewirr lösen, um rauszufinden, wo wir hin müssen. Die Antwortmöglichkeiten sind zum Baum, zum Sofa oder auf dem Boden. Dann geben wir mal kurz Zeit. Und die Antwort ist Christbaumkugeln. Ja, als ob das Kapitel nicht darum ging. Wir fangen beim C an, arbeiten uns runter und dann haben wir Christbaumkugeln. Das war das schwerste Rätsel von allen und das bedeutet natürlich, dass wir zum Baum müssen. Ah, und das Bild habe ich auch schon mal gesehen. Wir haben hier nämlich irgendwo auf diesen Seiten ist eine Art Labor oder sowas und da wurde schon viel, viel früher mal davon gesprochen, irgendwie von irgendwas Laborartigen oder so. Deswegen dachte ich, das kommt schon viel eher. Aber nö, es kommt erst jetzt. Oder sie müssen jetzt wieder zurückgehen, das kann natürlich auch sein. Und da haben wir nämlich so ein Reagenzglas oder wie auch immer das Zeug heißt. Und dahinter wird sich wahrscheinlich unser nächster Tag befinden. Jawohl. Und dann hoffe ich mal, dass wieder was Interessanteres passiert, als nur in dem Raum halt von einer Ecke zum anderen zu laufen. Gut, dann ist nicht mehr viel zu tun. Wir haben noch zwei Rätsel vor uns. Ich hoffe, die werden noch spannend. Wir werden es erleben.